Wir müssen jetzt selber das Ganze in die Hand nehmen. Wir haben jetzt gar keine Zeit mehr. Solange wir auf die Fähre kommen, ist alles gut. Hoffentlich klappt alles. Da vorne ist ein Ultraschallgerät. Hoffentlich ist das alles okay, was wir im Bus haben. Hier sind Balle und Sabrina. Vor 3 Jahren haben wir uns diesen Sprinter gekauft, um damit Vollzeit auf Reisen zu gehen. Warum unser Marokko-Trip mehrmals fast in die Hose gegangen ist, erfahrt ihr in diesem Video. Wir sind hier mitten in Algeciras und sind hier vor Carlos seinem Büro. Carlos ist derjenige, der hier die Tickets für die Fähre verkauft. Hier buchen wir jetzt unsere Fähre nach Marokko. Sabrina ist schon dabei, unseren Bus abzuschließen. Ne? Und jetzt gibt's erstmal Tickets. Wir haben alles bereit, Reiseplätze sind dabei. Hola! Hola! Carlos war schon mal sehr freundlich. Der Mann da muss ein Problem haben, okay? Thank you so much. Wir haben unsere Ferientickets, Open End, Open Rückfahrt. Für 280 Euro online wären es über 400 Euro gewesen. Let's go to Marokko! Wir fahren jetzt noch an einen guten Übernachtungsort, da übernachten wir. Wir haben ein Problem. Wir stecken fest. Und zwar, dass wir in Marokko kein LPG-Gas auffüllen können. Das bedeutet, wir müssen LPG hier in Spanien noch auffüllen. Leider haben wir den LPG-Gas-Adapter für Spanien nicht dabei. Deswegen müssen wir jetzt so einen Adapter organisieren. Wir gehen heute noch an ein paar Tankstellen vorbei. Wir haben es schon in einem Campingshop bestellt. Die haben gesagt, in 24 Stunden wird es da sein. Es sind jetzt mittlerweile 2 Tage. Wir müssen jetzt selber das Ganze in die Hand nehmen. Und deswegen fahren wir jetzt los zu den Tankstellen und schauen, ob wir so einen Adapter bekommen. Wir haben endlich den Adapter gefunden und sind jetzt am Tanken. Ne? Wir haben an dem Stellplatz, wo wir waren, überall nachgefragt und haben ihn dann endlich bekommen. Gegen einen Pfand von 20 Euro und unseren Ausweis haben wir bei Marek unseren Adapter bekommen. Jetzt können wir endlich befüllen. Der Reise nach Marokko steht nichts mehr im Weg. The best. Is Spain? Is gone. Yeah. Okay, everything perfect. Thank you. Thank you so much. Hey, happy New Year. Thank you, you too, man. Thank you too. Wir sind unterwegs, aber nicht nach Marokko, wie gesagt. Wir haben gedacht, alles ist fertig. Es ist nicht alles fertig. Unsere Hook24 Autoversicherung deckt Marokko nicht mit ab. Das heißt, wir können da nicht hinfahren ohne die Versicherung. Versuchen wir erstmal noch die Versicherung zu wechseln und verschieben die Abfahrt noch mal ein paar Tage. Dafür lassen wir es uns heute sehr gut gehen. Dann gibt es heute Abend leckere Burger. Für den Bergen gibt es noch ein paar Kartoffeln. Die sind erstmal bereit. Telefoniert mit der Versicherung. Dass wir endlich eine Versicherung haben für Marokko. Wir stehen hier, wir sind gestrandet. Pro-Tipp, immer umdrehen. Ja, ist okay. Wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Ja, cool. Das heißt, ab morgen passt alles. Genau. Vielen Dank. Okay. Wir sind versichert. Wir sind versichert. Und so warten wir auf unsere Überfahrt nach Marokko. Ich würde sagen, ich sitze hier gerade am Arbeiten und mache gerade unser YouTube-Video fertig. Sabrina ist hier und macht unser Insta-Reel fertig. Und ich habe hier gerade meinen Blick nach draußen geworfen und das möchte ich keinem hier vorenthalten. Schaut euch das mal an. Schaut euch mal den Himmel an. Um nach Marokko fahren zu können, benötigen wir auf jeden Fall unseren grünen Versicherungsschein und zwar ausgedruckt und am besten unsere Reisepässe und Ausweise auch nochmal ausgedruckt. Und das machen wir jetzt hier in Algeciras mitten im Stau. Hier ist die ganze Bude voll, Polizei, alles, einen Tag vorm Feiertag. Wir gehen jetzt zum Copyshop und drucken dort alles aus. Fertig im Copyshop, wir haben alle Kopien und wir können nach Marokko fahren. Es ist 7.30 Uhr, wir sind gerade eben aufgestanden. Sabrina ist hier, Charleston ist hier. Auf geht's nach Marokko! Es geht los für uns. Heute geht's nach Marokko. Wir sind so gespannt, was uns erwarten wird. Jetzt wird erstmal gefrühstückt. Marokko, Marokko. Los geht's. Wir sind auf dem Weg nach Algeciras. Wir müssen an den Hafen. Wir haben jetzt gar keine Zeit mehr. Es ist noch 10 Minuten, bis wir ankommen. Hoffentlich klappt alles. Solange wir auf die Fähre kommen, ist alles gut. Hola. A nosotros derecha, tras Mediterranea Ticket. Igual. Gracias. Hola. Ja,
Ich habe unserem Charlie gerade noch ein paar Beruhigungsleckerlis gegeben. Chillen con carne. Jetzt ist der Charlie vorbereitet. Er hat noch ein Hasenöhrchen gekriegt. Und vor uns kommt jetzt gleich das Schiff an. Dann fahren wir drauf und dann machen wir uns auf dem Schiff gemütlich. Alter, wo fahren wir hin? Merci. Wir haben es auf die Fähre geschafft. Jetzt müssen wir noch hier die Zolleinreisebedingungen ausfüllen. Jetzt geht's los nach Marokko. Wirklich. Also diese Papiere wollte uns schon einer verkaufen vor der Fähre. Müsst ihr nicht kaufen, bekommt ihr kostenlos auf der Fähre. Die geben wir jetzt ab und holen uns unseren Stempel in unseren Reisepass. Es ist super spannend, super aufregend. Das erste Mal für mich auf so einem Autofrachter. Und nur so zur Info für euch. Da ist Europa, hier ist Afrika. Heute wird ein neuer Kontinent entdeckt. Afrika! Jetzt warten wir einfach, bis sich hier was bewegt und dann geht's endlich raus. Kontrolle geschafft, wir sind in Marokko. Das ist fies, wenn wir denken, wir sind durch, kommt doch mal eine Kontrolle und da ist sie. Da vorne ist einfach ein Ultraschallgerät, wo jeder Bus, jedes Fahrzeug durchgefahren wird und dann wird geschaut, was wir alles dabei haben. Hoffentlich ist das alles okay, was wir im Bus haben. X-Ray Scanner. Wir haben es geschafft, wir sind angekommen in Marokko. Durch Marokko genauso interessiert wie nach Marokko, dann sehen wir uns im nächsten Vlog, wenn es heißt, lasst uns Marokko entdecken!